So, wir machen weiter bei Soul Blazer. Das letzte Mal haben wir den Lichttempel, ich würde mal sagen, so gut wie beendet. Noch nicht ganz. Und jetzt gingen wir erstmal ins Dorf. Denn da hat sich wieder einiges getan. Unter anderem haben wir das Trio verkomplettiert. Hey, lauf hier nicht rum. Du bist aber nett. Hey, lauf hier nicht rum, du machst mich nervös. Die Band ist wieder zusammen, also lasst uns anfangen. Auch wenn du unser einziger Zuschauer bist, werden wir unser Bestes geben. Beachte bitte die beiden anderen Jungs. Hat es dir gefallen? Ich dachte, jetzt kommt ein Musikstück. Bei unserer nächsten Nummer musst du das richtige Eichhörnchen erraten. Mich. Wir werden uns bewegen und wenn du den richtigen findest, gewinnst du einen Preis. Rede mit dem. Okay, wir spielen also das Hütchenspiel. Und los geht's. Ja. Okay, lass mal sehen, ob ich wirklich Alex bin. Du hast recht. Okay, ich werde dir ein Geschenk geben. Oh, ich wollte eigentlich jetzt ins Dorf und Heilkräuter holen, aber okay. Passt doch. Perfekt. Wunderbar. Ich hoffe, dir hat unsere Show gefallen. Bis später. Okay, ich dachte, da kommt Musik. Oh. Tja. Conan ist enttäuscht. Na gut. Mein Name ist Monmo, der Mal. Oh, dich brauche ich. Hier ist es so hell, ich kann nichts sehen. Kannst du mich bitte zu meinem Haus führen? Ich werde dir folgen. Geh bitte zu dem Loch, das zu meinem Zuhause führt. Rede erst wieder mit mir, wenn ich an der richtigen Stelle stehe. Was? Okay. Jetzt hast du so eine Quest. Aber folgen kann er mir. Sieht nichts, aber folgt mir. Na gut. Es müsste hier gewesen sein. Lauf doch nicht so schnell, ich komme ja gar nicht mit. Entschuldigung. Ja, wo ist er? Ist das nicht der? Du musst mir das bringen, was einmal Monmo gehört hat. Ich bring dir Monmo selbst. Ach so, das ist gar nicht. Ach scheiße, wo ist denn dann sein Haus? Doch, doch, du musst ihn hierher bringen. Oh. Aber du musst vor dem Loch mit ihm, oder wenn er auf dem Loch draufsteht, mit ihm reden. Monmo, please. Wie bist du hier zurückgekommen? Du standest gerade im Loch, Mann. Ja. Monmo. So viel zu dem, er sieht gut. Ja, genau so. Okay, dann habe ich keinen Plan. Vielleicht hat er noch ein anderes Haus, das weiß ich nicht. No, Monmo. Vielleicht muss ich ihn auch in einem Haus bringen und dann gibt er dir was. Das kann sein. Das ist aber auch nicht Monmo. Also Monmos Haus. Vielleicht ist es das. Wer weiß. Das stimmt. Na gut, machen wir jetzt mal was anderes. Folge mir. Ich weiß nicht von oben. Ja, doch, das ist schon auch ein Reh. Aber es könnte auch. Na egal. Ja, jetzt nicht mehr. Von der Seite nicht. Geh einen Schritt zurück und pass auf. Oh Gott, was macht er denn jetzt? Was? Was hältst du davon? Ich hoffe, es hilft dir. Ja, ich glaube schon. Hast du dir wehgetan? Alles okay? Die Embleme des Meisters sind über die ganze Welt verstreut. Sie sind ziemlich schwierig zu finden. Ja, wenn du da oben im Ast irgendwo steckst. Okay. Du bist kein Emblem. Ups. Nachdem du alle 8 Embleme eingesammelt hast, wird dir bei Benutzung von Magie keine Energie mehr abgezogen. Oh, ich brauche nie wieder Juwelen. Dies wird dir deinen Kampf erleichtern. Wenn du alle 8 gesammelt hast, kehre zu mir zurück. Ich habe keine Ahnung, was Embleme sind. Ich habe vermutlich noch kein einziges. Nein. Sehr gut. So, wer ist denn hier noch und aufgetaucht?
Ich denke, du hast sogar welche verpasst. Was? Na gut, kann man ja nachholen. Richtig. Dann gehen wir mal zu einem coolen Eichhörnchen. Danke, dass du mich freigelassen hast. Ich würde dir dies geben. Emblem. Richtig. Emblem C. Sehe ich die hier? Nein. Sehe ich die hier? Ja. Wenn du 8 hiervon gesammelt hast, bist du ein Meister der Magie. Ja, Mensch. Oh, ich habe keine Flasche mehr. Nope. Das ist schlecht. So, Monmo. Wo ist denn dein Scheißhaus? Ich weiß es gerade auch nicht mehr so gut. Er sagt nicht, dass er gut sehen kann. Er kann eben gerade nicht sehen, weil es so hell ist. Naja, ich weiß. Nee, dass ich an der richtigen Stelle stehe. Also gehen wir halt alle Löcher ab. Ach, Monmo. Das ist ja nur eine Ausrede, weil die KI nicht hinterherlaufen kann. Hier dein Haus. Da kann man gar nicht drauf. Okay. Ich weiß auch nicht, ob er darauf stehen muss. Ich werde dir ein Geschenk geben. Wartest du bitte hier? Ich warte bestimmt hier. Ich komme hinterher. Richtig. Wartest du bitte hier? Stehe ich 3 Jahre rum. Kommt nichts mehr. Toll, Monmo, echt? Maulwurfsband. Wow. Was? Ist hier ein weiblicher Maulwurf vorbeigekommen? Nein, ich wohne hier unten alleine. Oh, ich glaube, ich habe diese Geschichte schon mal gehört. Hier wohnt einmal eine süße Maulwurfdame. Aber sie wurde von teuflischen Wesen entführt. Ich habe Angst. Was? Wo ist denn Monmo jetzt? Ich weiß es nicht. Monmo, please. Vielleicht ist er einfach in der Wand drin. Plötzlich ist sie offen. Buh, ja. Es ist jetzt plötzlich offen, okay. Oh, hat Monmo gegraben, keine Ahnung. Vielleicht ist das sogar Monmo, der hier. Und der war schon vorher da. Das kann sein. Warte, hier wollte ich gar nicht mehr hin, oder? Nee. Du kommst zu Torbo. Ich wollte. Ja, ja, aber ich wollte diesem Typen nee, das geben, was von Monmo ist. Nämlich das Maulwurfsband. Ich hab etwas dabei. Reagier automatisch drauf, du blödes Vieh. Sonst vergesse ich die Heilkräuter. Ein Band, das besonders Monmo dem Maulwurf gefiel, als sie lebte. Da, das ist Monmos Schleife. Okay, ich werde aus dem Weg gehen, wenn du mir das gibst. Du musst nicht verschwinden. Was zum... Ich habe nicht gewusst, dass er ein Geist war. Ach, okay. Wir hatten uns beide in Monmo verliebt. Eines Tages wurde Monmo vom Bösen gefangen und er versuchte, sie zu retten. Kam aber nie zurück. Plötzlich war er wieder da und ich hatte keine Ahnung, was mit ihm geschehen ist. Aber gut, nimm dieses Armband und belebe Greenwood wieder. Ich weiß, dass diese beiden Maulwürfe hier gerne in Frieden gelebt hätten. Das Schildarmband. Ein schönes Armband. Verringere den Schaden der Monster um die Hälfte. Das muss ich aber wahrscheinlich tragen. Das heißt, ich muss mir jetzt entscheiden, ob ich das... Du rüstest die Heilkräuter am Ende halt bei geringem Leben aus. Ja, weil ich da schnell genug wechseln kann. Ich kenne mich doch. Aber okay, das ist schon mal eine ganz nette Geschichte. Na, erstmal zum Rumlaufen kannst du es ja bitte. Zu der Rüstung hier komme ich immer noch nicht, verdammte Axt. Ich kann dir auch einen Geheimtipp geben. Das wirst du auch erstmal nicht. Sehr gut. Na gut. Dann gehen wir zurück in den Tempel des Lichts, nachdem wir gespeichert haben. Das ist ein Tumpel. Ach ja, der Kreis, der sich um dich dreht. Macht zwar Sinn, aber nie. Ja. Oh, ho, 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 hi, 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 hi.
doch bestimmt gleich der Boss. Wenn du meinst. Ja, es würde Sinn machen. Hi. Oh, du bist nicht sehr stark. Aber wahrscheinlich sind es drei. Wahrscheinlich ist jeder Kopf ein Gegner. Wow. Wow. Der war schwer. Okay, der geht noch nicht. Aber es scheint auch nur so eine Vorversion zu sein, würde ich mal fast vermuten. Mach ein bisschen Wasser, ist okay. Na gut, du machst zumindest mehr Schaden als der andere. Ah, Mann. Nein. Ich will trotzdem ein bisschen aufpassen hier. Nein. So. Jetzt warten wir mal, bis das Wasser verschwindet. Einen. Ich muss aufpassen, dass ich rechtzeitig meinen. Ich mach das aber jetzt schon. Ja, kannst du ja machen. Du hast dann ja immer noch eine ganze volle Leiste. Ja. Wo du das Armband noch wieder tragen kannst. So, erstmal gucken, was er kann. Okay. Mit ein bisschen. Ah, fuck. Oh ja, Gott, das ging schnell. Ja, jetzt macht er halt 4 Schaden anstatt 2, ne? Puh. Ups. Oh, kann ich fliehen? Nein, kann ich nicht. Magie ist gegen Boss offensichtlich nicht wirksam. Nee. Ah, shit. Warte. Ist das jetzt stärker? Ich denke nicht, dass er lang genug drin bleibt. Nee, irgendwie nicht. Fuck. Nein! Nein! Oh Gott! Wird doch nochmal spannend. Oh Gott, das Feuer folgt mir. Hilfe. Fuck. Der macht mich. Scheint so ein bisschen. Ja, Dreck. Tja, am Anfang noch so super easy und dann... Ja, der Wassertyp war... der Blitztyp war einfach. Ja, stimmt. Ach, na gut. Dann muss ich jetzt trotzdem kurz zurück ins Dorf. Richtig. Denn woanders krieg ich keine... Ah, nein, nicht speichern. Woanders krieg ich keine Heilkräuter her. Oh, das ist die schöne Overworld nochmal. Boah, die ist echt hübsch. Die ist wunderschön. Vor allem so ein bisschen animiert sogar. Ja. Echt cool gemacht. Das Spiel ist so viel schöner als Illusion of Time, verstehe ich gar nicht. Ja, schon. Ja. Hab ich schon, danke. Aber wann ist der nächste Level? 5800, nee, das ist zu lang. Wir haben 50 Eidechsen. Ja, nee. So. Dann setzen wir diesmal natürlich einen Save-State vorm Boss. Nachdem du all deine Juwelen verloren hast. Ja gut, das nehme ich. Das spule ich jetzt nicht zurück. Das wär mies. Ja, okay. Das muss man schon so hinnehmen. Ist noch nicht so wichtig jetzt. Du kannst die Bosse eh nicht. Habe ich den Armreif ausgerüstet? Ja, gut. Hast dich auch direkt richtig gestellt. Du kannst einfach nichts. Du kannst nach wie vor nichts. Wow. Na gut. Jetzt super langsam. So, hier ein bisschen aufpassen jetzt.
Alter. Man sollte immer gucken, unter ihm zu sein, irgendwie. Scheiß Hitbox. Ach. Ich habe auch eigentlich kaum Unverwundbarkeitszeit. Ich werde direkt wieder getroffen. Jupp. Das ist ziemlich mies. So. Aber dafür ist auch super viel Leben. Ja. Sollte jetzt schon auf einmal noch, würde ich sagen. Und dann wechseln wir schnell. Jetzt! Ja. Das ging schnell. Nein. Was würde ich unter den Armreif machen, meine Herren? Ja. So. Mistvieh. Meine ganzen Juwelen verloren bei dem Drecksack. Und hier geht's nicht weiter. Okay, das war wieder Licht, Feuer und Wasser. Conan befreit der Woodswächter. Ich bin der Wächter des Waldes. Tiefere Stimme. Ich bin der Wächter des Waldes. Danke, dass du mich befreit hast. Ich werde dir den grünen Stein geben, wenn du wiederkehrst. Wenn ich wiederkehre? Ach so. Ich bin nicht da. Ich vergesse das immer wieder, dass ich gar nicht da bin. Ich bin ja woanders. Okay. Ja, rauslaufen. Ja. Ja, das ist ja nicht weit jetzt. Nur zum blauen Schalter. Ja, die sind immer so ein bisschen vor dem Boss gesetzt. Ja. Deswegen dachte ich eben auch, dass der jetzt kommt. Ich bin der Wächter des Waldes. Ich beobachte diese Welt schon eine Ewigkeit. Conan, ein Hund namens Turbo, hat etwas bei meinen Wurzeln vergraben. Du wirst diesen grünen Stein eines Tages brauchen, also nimm ihn bitte. Conan hielt den grünen Stein. So, und jetzt will ich wissen, wie der im Inventar heißt. Ich ahne es ja eh schon. Ich sag dazu nichts mehr. Ach ja. Ich komme immer noch nicht an die Rüstung ran. Nö. Oh. Habe ich irgendwas befreit noch nicht, ne? Ich glaube nicht. Kannst du Turbo? Ich glaube, wir haben hier alles gemacht. Aber musst du nicht bei den Wurzeln noch irgendwas, oder war das einfach der grüne Stein? Was muss ich? Na, der Baum hat doch gesagt, du sollst an seinen Wurzeln irgendwas, whatever. Ja, ich würde sagen, das war der grüne Stein. Okay. Ich kann doch mal hier rumwurschteln. Ja, gut. But nothing happens. Ja, dann war's das. Na gut. Dann solltest du nach Weltdreieck bewegen. Oh je, das sieht nach viel Wasser aus. Jo. Oh je. Das gucken wir uns dann beim nächsten Mal an. Danke fürs Zugucken. Und tschüss.